Der Räucherschorsch dreht durch. Ja, das Hausmeister gehen es doch nicht hier aufdrehen. Sie sind gut, wenn keiner daheim ist. Der fährt nur in Anwesenheit der Polizei in eine fremde Wohnung rein. Okay, Sie wollen ja bloß einen Schlüsseldienst sparen. Ich sag mal auf Zeit. Staller tritt die Wohnungstür ein. Wasser strömt ins Treppenhaus. In der Wohnung geht Staller in eine offene Küche. Der Hausmeister. Was ist denn da passiert? Und Hubert folgen ihm. Staller beugt sich zu einem laufenden Wasserhahn. Braucht es Hilfe? Nein. Er hantiert am Drehgriff und hält ihn in der Hand. In einem Wohnzimmer bleibt Huberts Blick an etwas haften. Jetzt haben wir ein Problem. Na, dann helfen wir halt. Staller bemerkt den Blick seines Kollegen und nähert sich. Hubert zum Hausmeister. Ist doch wer daheim. Eine Frau liegt am Boden. Um Gottes Willen. Neben ihrem Kopf eine Bratpfanne. Mit der Pfanne? Mhm. Da heißt es immer, Aluminiumpfannen sind gefährlich. Mir ist schlecht. In einem Bauernhaus steht Hansen im Flur. An der Seite hängen geräucherte Würste. Also ich stelle mir das praktisch vor. Wenn sie Brotzeit machen wollen, dann langen sie einfach nach oben. Sagen Sie mal meiner Frau, die fordert schon wurstfreie Zonen. Dazu sage ich jetzt nichts. Der blonde Mann reicht ihr einen Schinken an Schnüren. Ups. Er greift sich an den Kopf. Geht's Ihnen nicht gut? Doch. Ich mache Ihnen die Rechnung fertig. Der Blonde entfernt sich. Auf dem Balkon der Wohnung. Was auffällig ist. Der Hausmeister. Na. Wohl. Heute früh, da ist einer das Treppenhaus und da ist aber sehr ehrlich gehabt. Hat. Ja, wann war das? Krieger 9. Ich hab dann aus dem Fenster geschaut. Da ist einer im grauen Kapuzenanorak in sein Kombi reingestiegen und weggefahren. Das Gesicht habe ich nicht sehen können. Was war das für ein Kombi? Kennzeichen, Fabrikat? Farbe? Rot. Ah ja, und so ein komischer Aufkleber hat er gehabt. Raucher Schorsch oder so. Raucher Schorsch? Wer schreibt denn sich sowas ins Auto hin? Ja, Baby an Bord schreibst du hin. Aber nicht Raucher an Bord. Die Frau Volkert hat die da alleine gelebt. Die hat seit Jahren einen Freund gehabt. Mit dem ist hin und her gegangen. Ist noch gar nicht so lange her, da ist er erst aus und dann wieder eingezogen. Was ist? Anja? Der Körpertemperatur nach ist sie gerade mal eine Stunde tot. Ja, dann hat sie um 9 geschäbert. Geht davon aus, dass die Pfanne die Tatwaffe ist. Was mit der Bratpfanne? Und dann war das aber eher eine Spontanaktion. Ja, oder es war ein Koch. Was ist denn mit dem Handy? Sie hebt eine Tüte. Darin schwimmt ein Handy im Wasser. Den Hinterschinken müssen Sie mal probieren, die werden Ihre Kunden lieben. Ja, wenn Sie das sagen. Ja, oder die mit der Kräuterroste, die mag ich am liebsten. Hansen bemerkt ein blutbeflecktes Hemd auf einem Badezimmerboden. Mit der Rechnung nähert sich der Blonde von hinten. Ja. Hansen fährt herum. Danke. Dann bis nächste Woche. Also, Wiederschauen. Sie geht hastig. Über dem Eingang des Bauernhauses hängt ein Schild mit der Aufschrift Räucherschorsch. In Volkerts Wohnung hebt Hubert sein Handy ans Ohr. Barbara, servus. Upsi, servus. Der Blonde reißt Hansen zu Boden. Barbara? In der Wohnung. Also, die Tür war nicht aufgebrochen. Das heißt, sie hat ihn reinlassen oder er war schon drin. Passen Sie auf, jetzt. Sie sind einmal die Frau Volkert, ich bin der Freund. Sie stehen da, spülen ab, gebügelt und geputzt haben sie schon. Hansi, wir müssen dringend einmal über dein Frauenbild reden. Ja, jetzt warte mal ab. Also, jetzt komm ich rein. Servus, Schatzi. Zum Hausmeister. Sagt sie, ja, du kannst vielleicht einmal abspülen. Sag ich, ja, wieso? Sag ich, ja, weil ich den ganzen Haushalt für dich mach und so weiter. Jetzt gibt's einen Streit und dann haut ihr putzt die Pfanne auf den Schädel und da liegt er. Ja, hier liegt sie. Der Hausmeister zeigt zu Boden. Da ist alles nass. Ja, eben. Und legt sich hin. Staller nimmt einen Lappen. Jetzt sagt er, um Gottes Willen, was hab ich getan? Schnell, die Spuren hab ich. Ja, verwischt die Spuren. Ja, Lappen da rein, Wasser lass ich laufen und bin ich schon weg, das war's. Mit nassem Kittel steht der Hausmeister wieder auf. Das kann er mir jetzt richtig gut vorstellen. Ja, vielen Dank auch für den Hinweis mit dem Lappen. Hat den jetzt auch jeder mal in der Hand gehabt? Ein etwa 30-Jähriger kommt herein. Was ist denn hier los? Das ist er, der Freund. Scott, wie heißen Sie? Jakob Fritsch, ist was passiert? Wo ist die Janina? Herr Fritsch, ich habe Ihnen eine traurige Mitteilung zu machen. Angespannt sieht Anja zu Staller. Ihre Janina hat einen Wasserschaden verursacht. Anja lässt die Arme fallen. Erleichtert atmet Fritsch aus. Sein Blick schweift zu Boden. Janina. Mit Handy betritt Gierwitz das Revier. Was? Mit der Pfanne?
Ja, wie auch immer, das können Sie mir auch gleich erzählen, wenn Sie in der Wache sind. Ja, sofort. Ich bin ja hier alleine. Er geht in den Vorraum. Was? Die ist schon da? Hallo? Herr Gerwitz? Eine zierliche Blonde eilt herein. Gerwitz reicht ihr die Hand. Frau Wirth, es ist mir eine große Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen. Winter, Lena Winter. Ihm steht der Mund offen. Natürlich Winter. Ja, klar. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Ich denke, ich führe Sie da mal rum und zeige Ihnen alles, was? Ah, danke, das haben Herr Hubert und Herr Staller schon gemacht. Ah, ja. Ja, die haben mich so ein bisschen rumgeführt und mir gesagt, worauf ich achten soll und so. Tatsächlich. Ja gut, ich denke, wir machen das nochmal. Ich glaube, deren Prioritäten und meine decken sich nicht so ganz. Nee, kommen Sie mal. Ja, gern. In Volkerts Schlafzimmer sitzt Anja neben Fritsch auf der Bettkante. Sie winkt die Polizisten herein und entfernt sich. Herr Fritsch, jetzt hätten wir noch ein paar Fragen an Sie. Mit Ihnen und Ihrer Freundin, das wäre das nicht immer alles so geregelt vonstatten gegangen sein. Wir hatten eine On-Off-Beziehung seit ein paar Jahren. Ja, aber in der letzten Woche, da haben wir uns gesagt, damit muss Schluss sein. Ja, dann ist es wahrscheinlich nicht so schlimm für Sie. Wir wollten heiraten. Ja. Entschuldigung. Ja, Nina war die Liebe meines Lebens. Wer immer das war, der... Bei der Janina hat es da vielleicht andere Männer gegeben. Also, wenn die Beziehung gerade mal off war. Ja, die gab es. Aber das war nie etwas Ernstes. Und das sollte ja Schluss sein damit. Was hat sie denn beruflich gemacht? Sie hat in der Metzgerei Waldschmidt gearbeitet. Und heute hatte sie ihren freien Tag. Und Sie haben heute auch Ihren freien Tag? Ich bin nach dem Frühstück hier weg. Halb neun. Ich habe um neun einen Termin gehabt. Agentur für Arbeit. Ich bin arbeitslos, leider. Überprüfen wir. Hubert geht. Eine Frage hätte ich noch. Haben Sie sich vielleicht heute mal wegen Abspülen in der Wolle gehabt? Verständnislos sieht Fritsch Staller an. Der winkt ab. Danke. Vor der Bäckerei Rattlinger steigen die Ermittler aus dem Streifenwagen. Ach, zu fix. Jetzt habe ich doch feuchte Socken. Hubert klopft gegen die geschlossene Glasschiebetür. Gott sei Dank, wo ist denn die wieder? Da hänge doch wenigstens ein Komme-gleich-wieder-Schild hin. Es gibt Leute, die haben kein Komme-gleich-wieder-Schild. Staller hebt einen Blumentopf und holt damit aus. Abgeschlossene Tür und Leiche, das haben wir heute schon mal gehabt. Stopp! Am Topfboden klebt ein Schlüssel. Hubert nimmt ihn ab, geht in die Hocke und sperrt die Schiebetür auf. Die Polizisten betreten die Bäckerei. Hallo? In einer Küche. Jetzt bingt's mich schon los. Sie verlieren gerade einen ihrer besten Kunden. Es tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass Sie die Polizei rufen. Sie wissen ja gar nicht, was passiert ist. Ja, was ist denn passiert? Wenn es was Schlimmes war, dann machen Sie es jetzt gerade noch schlimmer. Das weiß ich selber. Aber sie ist tot. Schaut nicht gut aus für mich. Hansens Hände sind hinter ihrem Rücken gefesselt. In der Bäckerei zieht Hubert eine Brezen aus der Theke, beißt hinein und wirft die steinharte Brezen auf einen Tisch. Staller kommt mit einem Räucherschinken. Upsi, weit und breit, Kopf Barbara, weder tot noch lebendig. Am Schinken? Was ist jetzt? Ein Etikett. Wo gehe ich hin, wenn mir's Gräuer da ausgeht? Zur Fußpflege. Da, schau. Riedel kommt. Räucherschosch. Hier seid ihr. Dann hättet ihr am Gewitz ein Sandwich mitbringen können. Riedel, mir ermitteln, mir mag keine Sandwich. Also pass auf, wir müssen zum Räucherschosch absperren nicht vergessen. Riedel blickt verblüfft. Der Blonde zerrt Hansen aus dem Bauernhaus. Haus können wir nicht bleiben, meine Frau gibt noch einen Sack. Das ist wieder typisch, jetzt stingen sie halt dazu, wenn sie einen neuen mit heimbringen. Ha? Aber nein, ab zu den Rimpfiecher. Das ist eine Scheune, kein Stall. Das ist ein ganzer Lur. Aua! Ich hab Freude bei der Polizei, die so hat sich ja schon mal hier. Er schließt hinter ihnen beiden das Scheunentor. In der Bäckerei schneidet Riedel hinter der Theke eine Semmel auf und legt Wurstscheiben auf die eine Hälfte. So eins hätte ich auch gern und einen Kaffee. Riedel blickt auf und starrt einen Bärtigen an. Im Büro des Polizeirats, Gerwitz zu Lena. Wie die beiden suchen Frau Hansen. Die sollen an dem Mord dranbleiben, solange die Spur noch heiß ist. Ja, so wie ich das verstanden habe, hat das was mit dem Mord zu tun. Wie Frau Hansen hat das mit dem Mord zu tun? Nein, aber ein gewisser Räucherschorsch. Fragend hebt Gerwitz die Hände. Entschuldigung, mehr weiß ich auch nicht. Der Herr Riedel musste auflegen, weil Kundschaft reingekommen ist. Kundschaft? Was denn für Kundschaft? Und was ist mit meinem Sandwich? Ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Hm. Genervt schaut Gerwitz umher. Kannst du mir wenigstens einen Kaffee machen? Lenas Lächeln verschwindet. Ja.
Entschuldigung. Nicht, dass Sie denken, Sie machen hier einen Praktikantenjob, nicht? Ihre Kollegin, die gerade auf Weiterbildung ist, ich meine, die hat manchmal, wenn der Riedel nicht da war, ich meine, aber ist egal, ich muss eh gleich aufstehen. Nein, 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 ich mache Ihnen gerne einen Kaffee. Lena lächelt und geht. Danke. Unter grauem Himmel führt ein Feldweg an vereinzelten kahlen Bäumen vorbei. Das große Bauernhaus mit offenen Fensterläden. Neben der Tür steht ein gemauerter Räucherofen mit Thermometer in der Holztür. Auf dem Feldweg nähert sich der Streifenwagen. Der Blonde späht durch einen Spalt am Scheunentor nach draußen. Hinter ihm sitzt Hansen auf einem Hocker. Hilfe! Ich bin hier drin in der Scheune! Man hat mich im Viertel! Der Blonde knebelt Hansen mit einer Wurst. Auf dem Hof steigen die Polizisten aus dem Wagen. Der Blonde zieht von außen das Tor zu. Herr Meißner, wir sind ja gut. Grüß Gott, was gibt's? Sind Sie der Räucherschorsch? Ja. Sind Sie wegen dem Schinken da? Wir haben super Schwarzwälder im Angebot. Schwarzwälder in Oberbayern? Herr Meißner, waren Sie heute früh zufällig bei einer Frau Volkert? Nein, das muss ich passen. Tut mir leid. Ich war die ganze Zeit da. Meine Frau liefert aus und ich war im Hofladen. Da wechseln wir uns immer ab. Ja, da haben Sie die Frau Hansen mit Sicherheit auch gesehen. Meißner stutzt leicht. Ja, die war da. Das heißt, war? Wieso steht denn da das Auto noch? Der springt nicht mehr an. Batterie im Arsch. Und die Frau Hansen? Die ist heim. Im Taxi. Die Polizisten fixieren Meißner. Also, wenn es weiter nichts gibt, ich muss mich jetzt um meine Viecher kümmern. In der Scheune beißt Hansen die Wurst durch. Haben Sie heute Schlachttag? Meißner hastet in die Scheune und schließt das Tor. Hey, pass auf, Sie fix! Barbara! Hallo, ich bin hier drin in der Scheune! Herr Meißner, ich tritt jetzt die Tür ein. Hansi, das ist eine Schiebetür. Wenn nur einer reinkommt, dann jage ich das alles in die Luft. Der Blöd! Jetzt halten Sie einen Rand. Herr Meißner, wir wollen Sie nur als Zeugen befragen. Ja, weil irgendwer hat Ihr Auto heute in der Früh in Wolfertshausen gesehen. Vor dem Haus von der Frau Volkert. Und die ist jetzt blöderweise tot. Ich hab doch gesagt, meine Frau liefert aus. Die fährt das gleiche Auto wie ich. Hubert wendet sich vom Tor ab und folgt Staller Hansi! Hinters Haus. Hans! Hansi, wo rennst du denn hin? Das ist ja ein Notausgang. Ja, wenn der Blitz einschlägt, dann müssen doch die Viecher da irgendwo raus. Das ist ja Scheune, kein Stall, da gibt's keine Viecher. Ich glaub, die Barbara hat recht, der blöft. Wie will denn der da die Scheune in die Luft jagen? Die jagt den Biogastank in die Luft. Ein Funke und dann war's das. Sie hat jetzt einmal keiner gefragt. Außerdem ist der Biogastank bei uns draußen, Herr Meißner. Ja, der meint wahrscheinlich mit seinem Blät. Ja, jetzt raten Sie mal, wo die Leitung hingeht. Die geht hier rein und der Hahn ist direkt hinter der Hansen. Ernst sehen sich die Ermittler an. Also wenn das stimmt, wär's blöd, Hans. Hubert und Staller rennen weg. Können Sie vielleicht die Herrschaften da draußen beeindrucken, aber mich nicht. In der Scheune tigert Meißner auf und ab. Frau Hansen, Sie sind hier, meine Frau. Die traut mir auch gar nichts zu, ja? Die ganze Zeit am Schimpfen, Nörgeln, am Rumananplären, ah! Meißner geht zu einem Hahn. Aber meine Frau täuscht sich. Und Sie täuschen sich auch. Und bewegt einen Hebel. Und das können Sie mir glauben. Gas strömt heraus. Ich blöff nicht. Er hängt eine brennende Petroleumlampe über den Hebel. Im Revier sitzt Girwitz vor seinem Bildschirm. Darauf die Internetseite eines Lieferdienstes für Sandwiches. Girwitz scrollt die Seite herunter. Ja, bitte? Lena kommt herein. Herr Hubert und Herr Staller haben den Räucherschorsch gefunden, den mutmaßlichen Mörder. Mit bürgerlichen Namen heißt er Georg Meißner. Das nicht Ihr Ernst? Sonst ging's ja noch nie. Ja, und worauf warten die beiden? Ins Revier mit ihm? Ja, das geht leider nicht. Er hat sich in seiner Scheune verschanzt. Ja, dann sollen sie ihn doch rausholen. Mit Frau Hansen. Was? Ja, und er droht, den Biogastank in die Luft zu jagen. Eine Geiselnahme. In meinem Zuständigkeitsbereich. Ja, sozusagen, ja. Und Winter, Sie halten die Stellung. Was, ich? Aber sollten wir nicht Hilfe anfordern? Also, es gibt ja Kollegen, die für Geiselnahmen ausgebildet sind. Diese Ultima Ratio bleibt uns immer noch nicht. Ich werde mal versuchen, mit gesundem Menschenverstand und etwas Verhandlungsgeschick die Sache zu entschärfen, nicht? Ja, verstehe. Keine Sorge. Niemand ist ja so dumm, sein Leben für Frau Hansen, von Frau Hansen oder sich selbst zu riskieren. Hm? Mit umgeschnalltem Holster und in Lederjacke eilt Girwitz aus dem Büro.
Sein SUV nähert sich auf dem Feldweg. Vor der Scheune lehnt eine lange Leiter am Haus. Hubert, die Hände in den Hosentaschen, schaut zum Dach hoch. Holst du die Leiter? Ja, ja, logisch. Sag mal, ist da Dachfenster? Ja, wenn ich einen sehe, sag ich Bescheid. Das war Steiner, sind die Lebensmüde? Nicht so laut. Was macht der da? Er sucht ein Fenster. Warum? Angriff von oben. Blödsinn, komm sofort herunter! Die Leiter kippt. Staller landet in einem Heuhaufen. Die Beamten ducken sich hinter dem Heck des Streifenwagens und spähen durchs Auto zur Scheune. Das mit der Leiter war keine gute Idee, Hans. Wie kommt die Hansen eigentlich in die Gewalt von diesem Meißner? Sie wollte einen Schinken kaufen. Ja, und welche Forderung stellt er? Also, bis jetzt gar keine. Na, gefragt haben sie natürlich auch nicht, oder? Sollen wir die fragen, wenn wir die Forderung nicht erfüllen können? Dann sprengt doch der alles in die Luft. Sie haben auch keine Ahnung von Psychologie, nicht? Auf das Gegenüber eingehen heißt ja nicht den eigenen Standpunkt aufgeben. Waren Sie in letzter Zeit bei der Eheberatung? Naja, gut. Gierwitz hebt ein Megafon an seinen Mund. Herr Meißner, Sie haben sich in eine schwierige Lage gebracht. Aber eine schwierige Lage ist keine ausweglose Lage. Wir würden Ihnen gerne helfen, aber dafür müssen Sie uns auch sagen, wie wir Ihnen helfen können. Ich bin unschuldig und die Kunde draußen, solange es nicht bewiesen ist. Was hat er gesagt? Ich hab nichts verstanden, bei mir pfeift alles. Gehen Sie halt mit dem Ding ein bisschen weiter vor. Ja, die sind gut. Was ist mit dem Biogas? Jetzt hat er Angst. Leicht gebeugt geht Gierwitz aus der Deckung des Wagens und nähert sich vorsichtig dem Scheunentor. In großem Abstand bleibt er davor stehen. Das muss ja wohl reichen jetzt. Herr Meißner, können Sie die letzten Sätze noch mal wiederholen? Wir haben Sie nicht verstanden. Ich hab keine Sätze total teuren. Ich hab gesagt, ich bin unschuldig und ich komme nicht raus, solange es nicht bewiesen ist. Da steckt doch kein Tier bei Frau dahinter. Ihre Frau? Ja. Ja gut, vielleicht haben Sie den Mord auch nicht wirklich begangen, aber... Jetzt machen Sie sich einer Geiselnahme schuldig. Ihre Kollegen haben mir keine Wahl gelassen. Und denen Sie mir auch keine lassen, fliegt Ihnen hier der ganze Scheiß um die Ohren. Das ist schade, wirklich schade. Gierwitz kehrt zum Streifenwagen zurück. Der will's nicht anders. Sofort das Gebäude umstellen, der darf nicht entkommen. Was zu dritt? Das Gebäude ist viereckig. In der Bäckerei holt Riedel gut gelaunt frische Brezen aus dem Ofen. Er tippt auf die Kasse. Zufrieden lächelnd wirft er eine Brezen hoch, fängt sie und beißt hinein. Gierwitz am Handy. Sie sind Polizist und kein Stullenschmierer. Stellen Sie sich vor, Herr Gierwitz, ich habe fast 60 Euro Umsatz gemacht, innerhalb von einer Stunde. Na Glückwunsch, Riedel, aber jetzt kommen Sie sofort hierher. Ja, und wo ist hierher genau? Ja, lass mich von Hubert den Weg erklären. Und vergessen Sie mein Sandwich nicht. Gierwitz lässt das Handy sinken und dreht sich um. Wann haben Sie schon mal drüber nachgedacht? Hubert und Staller ich glaub es nicht. Sitzen im SUV. Aufwachen, sofort! Durchs Fenster. Ja, da zückt ja kein Drei. Das ist mein Wagen, Staller. Wenn Sie sich aufwärmen wollen, dann gehen Sie in Ihren Wagen. Ja, aber wir haben keine Standheizung. Wir haben überhaupt keine Heizung. Das ist mir völlig wurscht. Raus da, nicht? Frische Luft tut Ihrem Hirn gut. Ja, dann ist es doch besser, wenn Sie als führender Kopf gleich draußen bleiben. Ein roter Kombi nähert sich. Ich meine, haben Sie vielleicht schon mal in Erwägung gezogen, dass der Meißner mit diesem Mord überhaupt nichts zu tun haben könnte? Nein. Aber wir können den Freund von der Janina fragen. Vielleicht kennt der den Meißner. Upsi, fahren wir gleich los. Nein, nein, Sie fahren nirgendwo hin, nicht? Wenn ich jetzt hier anfange, Leute abzuziehen, dann denkt der Meißner doch, wir nehmen ihn nicht ernst. Freund Winter soll den Mann anrufen. Und dafür sorgen, dass Frau Meißner hier auftaucht. Was, die Ehefrau? Ja, vielleicht kann die ihn zur Vernunft bringen. Na, die Ehefrau, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Das denke ich mir. Eine Brünette steigt aus. Was ist denn da los? Frau Meißner? Ja? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann sich mit einer Frau im Stall eingeschlossen hat. Mit der Frau? Ja, ja, ist aber nichts Ernstes, ist bloß ein Geisel. Außerdem ist er Schweine. Meißners ja. Frau stürmt zum Tor. Sofort raus, du Volldepp, du Dammischer! Hast du deinen Verstand jetzt völlig versoffen? Wer ist denn das Weibsbild da drin? Sag doch, wenn du jetzt sofort aufmachst, dann dreh das Tor ein! Meine Mutter hat mich gewarnt, der taugt nichts, hat's immer wieder gesagt. Aber da hat's noch unser Dream. Ich hab's doch gewusst. Wenn ich nur die Frau die Hosen an. Gar nichts wissen Sie. Oh doch. Die Tote, die war nicht zufällig ein Gespusi, oder? Typisch für Männer in ihrem Alter. So, das letzte Aufbäumen vor dem Altersheim. Wie ist denn das eigentlich? Kriegt man den Schinkengeruch eigentlich jemals wieder los? Wahnsinn, Sie sind eine arrogante, hochnäsige Amsel.
Ihr Vater, ja, der hat noch einen Anstand gehabt. Hansen steht der Mund offen. In der Küche. Der Schorsch, ein Mörder. Meißners Frau sitzt Girwitz gegenüber. Ein Depp, ja. Aber Mörder. Frau Meißner, er streitet die Tat ja auch ab, nicht? Wir wissen ja selber nicht, ob er sich aus Verzweiflung oder aufgrund von schlechtem Gewissen verschanzt hat. Kann auch irgendjemand anders der Mörder sein. Wo waren denn Sie heute in der Früh am Nenni? Ich habe Ware ausgeliefert. Zuerst bei der Metzgerei Waldschmidt. Das war so gegen 9. Metzgerei Waldschmidt? Doch die Frau Volkert gearbeitet, oder? Keine Ahnung. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kenne keine Frau Volkert. Und dass Ihr Mann die da vielleicht kennengelernt hat? Ja, schon möglich. Entschuldigung. Hubert Staller, wer passt eigentlich gerade draußen auf den Meißner auf? Die Polizisten sehen sich an. Das ist nicht Ihr Ernst. Einer von beiden raus, sofort. Die Ermittler knobeln. Beide zeigen die flache Hand. Papier. Unentschieden. Staller, raus! Empört sieht Staller zu Hubert und geht. Kleines organisatorisches Problem. Frau Meißner, sagen Sie mal, die Biogasanlage, gibt es eine Gebrauchsanleitung? Vielleicht kann man die ja vielleicht einfach so abschalten. Meißners Frau nickt. Auf dem Feldweg radelt Riedel auf das Bauernhaus zu. Es regnet. Beide Arme vor der Brust verschränkt, steht Staller frierend vor der Scheune. Riedel hält neben seinem Kollegen und gibt ihm eine Papiertüte. Okay, Riedel, wo bleibst denn du? Ja, Entschuldigung, bei dem Wetter ging's halt nicht schneller. Warte mal. Halt, werde nicht da abstehen. Wieso? Ja, mit dir gleich die Scheune in die Luft jagt. Staller beißt ins Sandwich. Spinnst du, das ist für ein Giewitz. Was? Wir kriegen gar nichts zu essen. Ja, der schickt mich doch gleich wieder los, wenn er nichts kriegt. Er gibt es zurück. Ja, dann beißt das halt gerade, dann passt schon wieder. Am Küchentisch hält Hubert ein Handbuch. Schnellschlussverfahren in der Gassicherheitsleitung. Vermeiden Sie die Bildung einer explosionsartigen Atmosphäre. Das klingt doch gut. Der Gewinn, den eine Kohlendioxidauswaschung für die Druckspeicherung bringt, ist dadurch kleiner als aus dem prozentualen... Kunditz. Rufen Sie Kunditz an. Meißners Frau? Oh, das war eine schöne Idee. Bringt zwei Tassen. Was wärmt das? Ist ja doch recht frisch hier drin, nicht? Mit 12 Grad wegen dem Schinken. Ah ja. Sie... Ich möchte mich da nicht einmischen, aber sind Sie nicht ein bisschen wenig für so eine Sache? Ja, im Fernsehen ist ja immer alles voll mit Polizei. Ja, Sie schauen die falschen Sender. Was der Kollege damit sagen will, ist, im Fernsehen sieht alles immer größer und dramatischer aus. Also ich selber persönlich sehe ja im Fernsehen immer viel dicker aus. Ja. Ja, aber Sie sind doch nur zu dritt. Na, das täuscht. Wir haben verdeckte Kollegen, also undercover. Undercover? Mhm. Ja, aber außer Ihnen bin doch bloß ich da. Und Drohnen? Skeptisch schaut sie hoch. Wir haben aber auch noch konventionelle Verstärkung. Grüß Gott. Das ist ja endlich Riedel. Hm? Ja, Herr Kötz, wegen Ihrem Sandwich, das... Nein, jetzt nicht. Wir haben andere Probleme. Ne? Mhm. Ja, worauf warten Sie? Verstärken Sie Staller draußen. Ja, ich müsste aber noch... Wohin? Wohin? Ja, also das Bad ist vorne rechts. Im Vorraum des Reviers. Konzentriert schreibt Lena etwas. Fritz steht vor ihr. Ist das Ihr Mörder? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Kein Problem. Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Sagt Ihnen der Name Georg Meißner etwas? Georg Meißner? Nein, der Name sagt mir nichts. Sie hat auch nie einen Namen genannt. Wollte auch keiner hören. Haben Sie... Ein Foto von Meißner. ...diesen Mann schon mal gesehen? In Begleitung von Janina? Oder vielleicht heute Morgen, als Sie das Haus verlassen haben? Fritz verengt die Augen. Wie sind Sie auf ihn gekommen? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Erstmal gilt immer die Unschuldsvermutung. Meine Freundin ist tot. Sein Wagen stand vor Ihrem Haus. Der Täter hatte es offenbar sehr eilig nach der Tat. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Aber die Chancen stehen sehr gut, dass wir den Mörder bald haben. Ja, natürlich. Und was wird er denn wohl kriegen? Lebenslänglich? Das wären 15 Jahre? 15 Jahre? Für ein ganzes Leben. Manchmal gibt es leider einen Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Im verdreckten Bad wäscht sich Riedel über dem Waschbecken Gesicht und Hände. Mit geschlossenen Augen zieht er ein Handtuch von einer Halterung, faltet es auseinander und trocknet sich das Gesicht. Riedel blickt in den Spiegel und erstarrt. Sein Gesicht ist voller Blut. Hubert ins Handy. Was? Wie lange dauert es? Ich glaube, Sie haben einen Vogel. 8 Wochen. Zu Girwitz. Nein, so lange können wir da nicht warten. Wir haben eine Geiselnahme. Das ist keine Ausrede, ich bin Polizist. Hallo? So, da aufgelegt. Girwitz packt das Sandwich aus. Es ist halbiert.
Der Chef betrachtet es erstaunt. Riedel! Der eilt herein. Ich glaube, wir brauchen die Frau Dr. Licht. Eine Salami wird mit einem Hackebeil zerteilt. In Schutzoverall kommt Anja in die Küche. Ach, so, im Bad wäre ich fertig. Oh, früher hast du länger gebraucht. Mein Lieber. Können wir sonst noch irgendwie behilflich sein, Frau Doktor? Ja, ich bräuchte noch was, an dem sich die DNA Ihres Mannes befindet. Und eine DNA-Probe von Ihnen wäre auch nicht schlecht. Ja, ich schaue mir so lange noch die Fahrzeuge an. Wieso denn von mir? Reine Routine, Frau Meissner, reine Routine. Stellen Sie sich vor, Sie finden Lippenstiftspuren am Kragen von Ihrem Mann. Da wollen Sie doch ausschließen, dass der von Ihnen ist. Das kann ich nach 12 Jahren Ehe erst so ausschließen. Vor einem Wäschekorb. Ich habe immer nur Männer gehabt, die einen Schlag weg gehabt haben. Jetzt bin ich vielleicht sogar an einen Mörder geraten. Ich frage mich, ob es überhaupt noch normale Männer gibt. Hubert nimmt wie wär's damit? Eine große Unterhose. Das ist meine. Ja, wir sind da eher praktisch orientiert. So, das ist vom Herrn Meissner. Zu Anja. Und die von Frau Meissner. Die Unterhose. Danke. Kann ich dir noch kurz? Mhm. Im Wagen vom Herrn Meissner ist Blut. Auf dem Polster vom Fahrersitz. Guck möglich, dass das vom Anorak kommt. Und bei ihr? Nix. Wisst ihr denn überhaupt, welcher Wagen vom Haus stand? Hubert öffnet den Mund. Oh ja, klar. Das findet schon heraus. Ich beeil mich. Warte, komm mit. Im Flur. Ah, Frau Meissner. Ist sie nicht von mir? Gerwitz trägt einen Schal. Den habe ich von Ihrer Garderobe. Ich hoffe, das ist okay so. Draußen ist es saukalt. Frau Meissner, ich denke, es ist an der Zeit, es mit Ihrem Mann noch mal zu versuchen. Scheune. Hörst du mich? Ich bin's. Du musst es nicht tun. Ich verzeih dir das, aber wenn's was mit der Janina gehabt hast. Frau, keine Angst haben, Frau Meissner. Keine Frau, die noch alle Zwischen im Oberstübel hat, möchte mit so einem Typen eine Affäre haben. Jetzt erzähl ich einmal was, ja? Frauen finden mich durchaus attraktiv. Die Janina war ganz hübsch und mit der habe ich was gehabt. Oft. Und ihr hat's auch gefallen. So schaut's aus. Du mieser Drecksack, du Elendiger. Das Allerletzte bist du. Spreng dich doch in die Luft. Mir ist das wurscht. Moment, da möchte ich für auch noch ein Wörtel mitreden. Arschloch! Meissners Frau schlägt gegen das Holz. Ach, mit Diplomatie kommen wir nicht weiter. Zu Gerwitz und Riedel. Ja, aber es gibt noch einen Faktor, der uns in die Hände spielt. Und das ist Zeit. Der ist da seit Stunden drin. Erschöpft, hungrig, durstig. Das hält er nicht mehr lange durch. Habt ihr gewusst, dass der Weltrekord im Wachbleiben bei 266 Stunden liegt? Das ist der alte. Der neue ist... Ach, Hubert. Staller nähert sich mit einer Spitzhacke. Was machen Sie denn da, Staller? Ich hab die Schnauze voll, ich grab mir jetzt einen Tunnel. Spinnst du durch den Asphalt? Ja, hab doch du mal eine Idee. Staller holt weit aus. Der Stiel zerbricht. Das wird ein langer Tag. Kurz blickt Hubert zum Chef. Raureif überzieht die Wiesen mit einer weißen Schicht. Im SUV sitzt Gerwitz mit nach hinten geneigter Rückenlehne. Er hat die Augen geschlossen. Unter kahlen Apfelbäumen steht ein alter Traktor. Hubert und Riedel wärmen sich an einer Feuertonne neben dem Haus. Bäuchlings liegt Staller vor der Scheune auf dem Asphalt und lugt unter dem Tor hindurch. Zermürbungstaktik ist echt zermürbend. Ja, du bist da ganz schön zermürbend. Was macht denn der Hansi da? Hubert sieht über die Schulter. Hansi, was machst du? Ich schau unten rein. Ja, das seh ich. Warum? Damit ich sieg, wo wer steht. Aha. Hubert dreht sich wieder zum Feuer und schaut zum Feldweg. Wer kennt denn jetzt da daher? Ein grüner Kleinwagen fährt auf den Hof zu. Scheiße, Zivilisten. Riedel zieht seine Waffe und läuft etwas auf den Wagen zu. Der stoppt weit entfernt und rast dann rückwärts davon. Riedel klopft an die Fahrerscheibe des SUV. Gerwitz bewegt sich etwas und öffnet die Augen. Das Fenster fährt ein Stück herunter. Was gibt's? Herr Gerwitz, ihr wollt gerade ein Auto auf den Hof fahren, das hat aber dann ganz plötzlich gebremst und ist wieder umgekehrt. Ich wollte mir noch das Kennzeichen aufschreiben, aber es ging alles so schnell. Ja, der hat wahrscheinlich das Polizeiaufgebot gesehen und sich gedacht, mein Schinken hole ich morgen, nicht? Oder gehen Sie in den Supermarkt einkaufen, wenn der gerade überfallen wird? Ha? Ja, aber der konnte doch gar nicht wissen, dass hier eine... Das Fenster fährt hoch. Anja lehnt im Vorraum am Aktenschrank. So, Lena, hier der KTU-Bericht. Und hast dich schon eingelebt in der Männerwirtschaft hier? Sie behandeln mich, als wäre ich schon immer da gewesen. Oh, ob das jetzt gut ist? Nein, ich habe 2 Brüder, ich komme damit klar. Und das ganz allein, wie ich sehe. Wozu brauchen wir die Männer gleich wieder? Gute Frage. Sie liest den Bericht.
Hier steht, in der Pfanne war keine DNA von Herrn Meissner? Nein, aber an dem Lappen aus dem Spülbecken. Vermutlich hat er damit den Pfannengriff abgewischt, nachdem er zugeschlagen hat. Insgesamt 8 Mal übrigens. Oh Gott. Und das Blut auf dem Hemd ist von der Toten. Und das auf dem Kapuzenanorak und dem Polster am Wagen auch. Ja, ich hab's dem Hubsi schon gesagt. Das Blut aus dem Wagen stammt vermutlich von der Kleidung. Es sind geringe Spuren. Oh Mann, das klingt, als wäre die Beweislage gegen Herrn Meissner drückend. Das Einzige, was mich irritiert, ist, dass an dem Hemd aus der Dusche auch DNA von seiner Frau dran ist. Okay. Dafür kann es aber auch eine ganz banale Erklärung geben. Sie können zum Beispiel sein Hemd gebügelt haben. Stimmt. Herr Meissner, wir haben jetzt die Ergebnisse aus der Pathologie. Vielleicht denken Sie mal drüber nach, ob Sie uns nicht doch was sagen möchten. Unter dem Scheunentor wird ein Papier durchgeschoben. Meissner hebt es auf, geht zu Hansen und hält es ihr hin. Sagen Sie mal, können Sie nicht lesen? Ich habe meine Brille nicht dabei. Das ist Ihnen erholen. Vorlesen! Sie mich so nett bitten? Blut, ja. Herr Meissner, ganz einfach, Sie sind am allerwertesten. Soll ich Ihnen aus meiner langjährigen Zeit als Journalistin was sagen? Selbst die dümmsten Verbrecher sind so clever, dass sie irgendwann kooperieren. Hansen ist blass. Meissner wendet sich ab und stellt sich ans Tor. Also gut, ich war da. Ich wollte Schluss machen. Und deswegen bin ich zur Janina gefahren, aber da war's schon tot. Aha. Wie sind Sie reingekommen? Ja, die Tür ist offen gestanden. Ich bin rein und dann ist da geflaggt in der Küche. Und da ruft man doch normal die Polizei. Ja, da war ja alles aufgeflogen. Was ist mit dem Blut und Ihrer DNA? Ich bin hier und hab's hochgekommen, weil ich hab mir gedacht, vielleicht lebt's ja noch. Hat's aber nicht. Und dann habe ich Panik gekriegt und das Blut abgewischt und dann bin ich fort. An der Feuertonne. Eine Leiche, Hubsi, die schon lange vorher tot war. Das haben wir echt schon öfters gehört. Ja, manchmal war es ja also. Ja, öfters aber auch nicht. Es reicht. Das Protokoll von Frau Dr. Licht belegt eindeutig, dass er der Mörder ist. Hey, der Mann ist in einer ausweglosen Situation. Wir können die Forderung, seine Unschuld zu beweisen, gar nicht erfüllen. Wir könnten dem Bein doch was zu trinken bringen. Mhm. Riedel. Das Wohl des Geiselnehmers steht jetzt ja wohl an letzter Stelle. Und auch Frau Hansen wird bis zu ihrer Befreiung noch ein bisschen leiden müssen. Ja, aber das ist doch die Gelegenheit, den Geiselnehmer zu betäuben. Auf dem Küchentisch 2 Bierflaschen. Die Schlaftabletten sind recht stark. Selbst ein Schorsch nimmer schnarchen. In eine kippt Staller Tabletten. Wenn ich jetzt keinen Smog. Bier hat er noch nie abgelehnt. Woher will man wissen, dass der Meissner das saft und nicht die Barbara? Staller zückt einen Stift. Da mache ich jetzt ein Kreuzel drauf. Dann sagen wir das mit dem Kreuz, ist das für die Barbara. Dann trinkt er hundertprozentig das, weil er meint, das andere ist vergiftet. Skeptisch zieht Hubert die Brauen hoch. Ja, nein, oder wir machen es ganz anders. Haben Sie vielleicht da noch sowas im Nachkastel? Staller reicht Meissners Frau die leere Tablettendose. In der Scheune rutscht Hansen auf dem Hocker herum. Meissner starrt erschöpft ins Leere. Ich muss da mal. Was? Ja, ein bisschen halt. Jetzt schauen Sie da so. Meinen Sie, das verdunstet bei mir bloß, weil ich ein bisschen mehr rede? Wenigstens geben Sie es zu, dass Sie eine Hand nicht halten können. Aber da herin wird nicht bisselt. Herr Meissner, Vorschlag zur Güte. Wie wär's denn mit einem kühlen Feierabendbier? Sagt's mal, ich glaube, euch brennt der Hut. Das Letzte, was ich brauche, ist ein Feierabendbier. Herr Wachtmeister, ich möchte einen Austausch. Was? Was? Hansen muss raus. Und einer von Erna kippt rein. Aha, sind jetzt eine Frau schon zu viel. Ich bock das nicht mehr. Sie sind unerträglich. Gekränkt sieht Hansen weg. Blickt durch ein trübes Fenster hinaus. Girwitz hält 3 Streichhölzer zwischen den Fingern. Riedel und Hubert ziehen 2 lange. Staller erwischt das kurze. Alles Gute, Hans. Viel Glück. Hals- und Beinbruch. Das wird schon schief gehen. Es langt. Staller. Von der Motorhaube des Streifenwagens nimmt Staller einen Korb und geht zur Scheune. Durch einen Spalt im Tor schlüpft er hinein. Handschellen umschließen seine Handgelenke. Meissner schiebt das Tor zu. Servus, Barbara. Ich bin der Hansi, Johannes Staller. Handschellen, brav. Eine Brotzeit hätte ich mitgebracht. Und 2 halbe. Mit einem Lächeln nickt Meissner. Staller stellt den Korb auf einen Strohballen. Franzen. Meissner winkt ihr. Ja, und Sie hocken Sie hier. Hansen geht zum Tor. Meissner löst die Fessel um ihre Hände, zieht das Tor auf und schubst Hansen hinaus. Sie stolpert gegen Girwitz. Oh, Frau Hansen!
Wie schön, Sie unversehrt wiederzusehen. Was heißt denn hier unversehrt? Ich warte hier stundenlang auf meine Rettung und alles, was Ihnen einfällt, ist, den Täter geschmeidig wie Bier zu spendieren. Jetzt kommt erst mal zur Ruhe. Was heißt hier Ruhe? Wo ist denn überhaupt Feuerwehr? Notarzt und was sonst so alles andere? Ich bin so depp, droht sich in die Luft zu sprengen. Ihr habt ja nicht einmal warme Decken für mich. Ja, entschuldigt mich, ich muss jetzt ganz dringend wohin. Hubert sieht Hansen nach, die zum Hauseingang marschiert. Irgendwo kann ich den Meißner verstehen. Für einen Moment drückt sich Meißner die Bierflaschen an die Stirn. Staller sitzt auf dem Hocker. Ja, ich hab mir gedacht, bei dem Stress, das geht ja alles gar nicht ohne Bier. Und Sie? Ich trinke tagsüber eher selten. So schauen Sie aber nicht aus. Wir sind doch zwei. Ich bin im Dienst. Meißner gibt ihm. Sie sind nicht im Dienst, Sie sind mein Geisel. Eine Flasche. Ich trinke nicht gerne allein. Okay. Prost. Blitzschnell tauscht Meißner die Flaschen und sieht Staller abwartend an. Der hebt sein Bier an den Mund. Meißner lächelt. Das ist gut. Gerade wenn man den ganzen Tag nichts getrunken hat. Meißner trinkt ebenfalls. Die anderen Beamten stehen geduckt hinter dem Streifenwagen. Seit dem Prost sind jetzt 10 Minuten vergangen. Ja, das dauert, bis das wirkt. Wir gehen erst rein, wenn es absolut still ist. Okay. Drinnen kaut Staller an einem Bissen von einer Wurst, die mit anderen Würsten verknüpft ist. Ich möchte nichts sagen, aber ein bisschen salzig sind die schon. Könnten Sie mir vielleicht von der Kochsalami noch mal ein Radl runterschneiden? Nein. Und meine Würstel sind nicht versalzen. Nein, ich bin halt geschmacklich ein bisschen sehr sensibel. Ich darf es erzählen, das Portemonnaie wäre da. Können Sie einfach einmal stark sein? Ja, das sagt der Hupsi Heimer. Stallers Blick wandert umher. Mühsam hebt er den Kopf. Wie lang hängt denn eigentlich bei Erne der Schinken da in der Stube? 7 Monate. 7 Monate? Die Geduld hätte ich gar nicht. Auch wenn die ganze Zeit da der Schinken vor meiner Nase umeinander hing. Staller gähnt. Ist irgendwas? Nein, nix. Ich hab ja schon gesagt, tagsüber Bier. Da wäre ich sofort müde. Auch Meißner gähnt. Und bei Erna? Was soll das sein? Ja, ich mein bloß wegen der Müdigkeit. Alarmiert zieht Meißner auf die Flasche in seiner Hand. Boah, ihr hinterfotzigen Arschlöcher, habt mal was ins Bier da. Er stellt das Bier ab und steht schwankend auf. In Zeitlupe. Mit dem Wurstbündel erhebt sich Staller vom Hocker. Meißner torkelt zum Gashahn und streckt die Hand vor. Staller schlägt die Würste in Meißners Gesicht. Der Geiselnehmer stürzt sich auf den Polizisten. Hinter dem Heck des Streifenwagens sehen sich die Ermittler fragend an. In der Scheune. Stehend lehnen die beiden Männer Stirn an Stirn aneinander. Ihre Augen sind geschlossen. Meißner blinzelt, wendet sich ab und schiebt die Petroleumlampe vom Gashahn. Von hinten schlingt Staller die Würste um Meißners Hals und würgt ihn. Meißner hält die Lampe hoch. Draußen horchen die Beamten auf. Drinnen liegt die Lampe am Boden auf brennenden Strohhalmen. Meißners Schuhe und Jeans fangen Feuer. Der rote Kombi bricht durchs Tor. Mit Fahrradhelm sitzt Riedel am Steuer. Hubert tritt Bretterreste beiseite und stürmt herein. Girwitz folgt ihm. Riedel steigt aus. Riedel, Sie Teufelskerl! Da ist es. Im Bus der Geiselnehmer. Der ist da. Und da haben Sie auch. In Löffelchenstellung schlafen Staller und Meißner auf dem Boden. Meißners Arm liegt um Stallers Bauch. Seine Schuhe rauchen. Im Dienstzimmer. Durch das Lamellenrollo vor der Trennscheibe späht Staller in den Verhörraum. Dort steht ein kleiner Mann im Anzug neben Meißner und Girwitz. Uiuiui. Der Anwalt von dem ist, glaube ich, echt der scharfe Hund. Das nutzt ja nix. Mord und Geiselnahme, da sitzt er lang. Und nicht einmal einen Tag später haben wir ihn schon gehabt, wenn wir da nicht befördert werden. Er greift. Was kommt eigentlich da danach? Zur Schulterklappe. Ich glaube, 4. Stern müssen wir Girwitz fragen. Ah, Herr Girwitz. Frage. Sind das die Herrschaften? Staller, darf ich vorstellen? Herr Klein. Nicht Klein, Kurz. Dr. Kurz, Rechtsanwalt. Sie beide haben also meinen Mandanten betäubt, mit einem Schinken geschlagen, angezündet und über den Haufen gefahren.
Korrekt. Ich habe eine derartige Eskalation sinnloser Gewalt noch nie erlebt. Was, sind Sie froh? Staller, bitte. Sehen Sie, Respektlosigkeit ist der Anfang allen Übels. Wer hier das Opfer ist, steht ja wohl außer Frage. Riedel sitzt bei Lena im Vorraum. Versuch's mal mit War PS 2102. Ah, nee, hat man schon. 2108. Lena tippt und sieht auf den Bildschirm. Nee, nicht vergeben. Okay, dann 2106. Ich meine, aus der Entfernung kann eine 6 leicht mal ausschalten. Aber ist denn das jetzt überhaupt noch so wichtig? Der Mörder sitzt doch nebenan. Sind Sie sich da sicher? Fritsch kommt mit einer Zeitung herein. Ich wusste gestern ja noch nicht, dass es um diesen Räucherschau steht. Ja, aber spielt denn das eine Rolle? Ja, da war so ein Wagen vorm Haus, auf dem stand Räucherschorsch. Der kam an, als ich aus dem Haus bin. Aber das wissen wir ja. Das Auto hat uns ja zum Meißner geführt. Ja, am Steuer saß aber kein Mann. Da saß eine Frau. Was höre ich da? Kurz. Junger Mann, Sie sind mein Kronzeuge. Ich verlange, dass mein Mandant bis zur Verhandlung auf freien Fuß kommt. Fluchtgefahr besteht ohnehin nicht. Der Hof ist sein Ein und Alles. Gierwitz ringt um Fassung. Herr Kurz, können wir mal kurz... Erkältet aufgewacht. Kein Grund, schlapp zu machen. Denn mit dem neuen Erkältungssaft von Boxer Grippal geht es Ihnen schnell besser. Boxer Grippal behandelt die Symptome der Erkältung und bekämpft gleichzeitig die Entzündung. Boxer Grippal. Treffsicher gegen Erkältung, auch als Tabletten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. In Gierwitz' Büro. Kurz sitzt dem Chef gegenüber. Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Mandant, Frau Hansen, einen ganzen Tag lang in seiner Gewalt hatte? Geiselnahme ist immer noch ein Kapitalverbrechen. Es waren doch Ihre Männer, die meinen Mandanten in diese Situation gedrängt haben. Stellen Sie sich mal vor, jemand versucht, Ihnen einen Mord anzuhängen. Ja, dann nehme ich doch nicht Frau Hansen als Geisel, nicht? Beide sind ja Stammkunden. Ach, dann geht es hier also auch um persönliche Befindlichkeiten. Herr Gierwitz, wenn Sie mir keine Wahl lassen, werde ich Anzeige gegen Ihre Männer erstatten. Und wo wir gerade dabei sind, von dem, was Sie meinem Mandanten vorwerfen, liegt mir bislang nichts in schriftlicher Form vor. Ist das Ihre Art zu arbeiten? Frau Winter! Herr Gierwitz? Sagen Sie bitte, das Protokoll von Hubert und Staller ist... Ja, es war ehrlich gesagt gestern schon ziemlich spät. Aber die Aussage von Frau Hansen? Lena schüttelt den Kopf. Zu kurz? Richtig. Lena zieht die Tür wieder zu. Ein Grinsen macht sich auf dem Gesicht des Anwalts breit. In der Pathologie. Stell dir das einmal vor, Anja. Der läuft wieder frei rum. Bloß wegen so einem geschissenen Protokoll. Das muss sowieso kein Mensch lesen. Jetzt beruhigst dich einmal, Hansi. Brauchst du was für die Nerven? Ah, um Gottes Willen, der hat gestern schon genug eingeschmissen. Aber doch nicht freiwillig. Ich frag mich, ob das so überhaupt möglich wäre. Du meinst die Frau Meißner als Täterin? Ja. Ich hab's der Lena schon gesagt, das Einzige, was mich irritiert hat, war ihre DNA in dem Hemd von ihrem Mann. Dafür kann es aber auch ganz eine banale Erklärung geben. Oder es war die einzig echte Spur. Wie, dass die anderen Spuren da bloß getürkt hat? Nein, sie könnte das Hemd von ihrem Mann mit zum Tatort genommen haben, genauso den Lappen aus dem Spülbecken. Wir wissen ja nicht, ob der wirklich aus dem Haushalt der Toten stammt. Und der Anorak ist unisex, können beide tragen. Ja, und was ist mit den Spuren aus dem Auto? Wenn ich jetzt das Hemd nehme und einmal über eure Rückbank wische? Ja, das haben wir schon verstanden. Du hast es natürlich von Anfang an gewusst. Upsi, es gibt immer mehrere Wege. Aber der Täter kann nur einen genommen haben. Und ganz ehrlich, das hier wäre schon ganz schön raffiniert und hinterfotzig. Ja, völlig normales Verhalten in der Ehe. Vor allem wäre es eine Zeitfrage. Wann soll es denn das bitte schon alles gemacht haben, wenn sie ein Alibi hat? Ja, das hat der Upsi überprüft. Was hab ich? Ich glaube, du hast das gemacht. Was, wie? Wann hätte ich das machen sollen? Ja, wann hätte ich das machen sollen? Weißt du, ich hab da keinen Überblick über deinen Terminkalender. Entschuldige, ich habe nicht einmal eine freie Minute Zeit. Da passt nicht. Der Streifenwagen fährt durch eine Wohnsiedlung. In der Backstube der Bäckerei steht Meißners Frau mit einem Korb. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Für meinen Mann. Zu Hansen. Also nicht, dass ich ihn in Schutz nehmen will, nur, dass er Ihnen das angetan hat. Im Korb liegt ein Schinken. Für den müssen Sie jetzt natürlich nichts zahlen. Das ist aber sehr großzügig. Ja, und Sie sind schon wieder am Arbeiten. Mein Mann ist fremdgegangen, hat Geiseln genommen und wen umgebracht. Wenn ich da daheim hocke und drüber nachdenke, dann drehe ich durch. Sind Sie froh, dass Sie los sind? Da wäre ich vorsichtig. Die beiden Frauen sehen zur Seite. Wie meinst du das jetzt? Ihr Mann ist wieder draußen. Wie bitte? Es hat sich ein Entlastungszeuge gemeldet. Was denn für ein Entlastungszeuge? Ich war bei den 10 Stunden der Scheune gehockt. Ja, ja, das müssen wir noch protokollieren. Und zwar schriftlich. Ja, und wer war's dann? Gut, dass Sie das fragen, Frau Meißner.
Wir waren gerade auf dem Weg zu Ihnen, haben wir da zufällig Ihr Auto gesehen. Also ich habe die Geliebte von meinem Mann nicht umgebracht. Ja, das sagen alle Frauen. Also alle Frauen, die die Geliebten von ihren Männern umgebracht haben. Der Entlastungszeuge sagt, dass er am Tatort das rote Räucherschorsch-Auto gesehen hat mit Ihnen am Steuer. Mit offenem Mund sieht Meißners Frau Staller an. In seinem Büro schaut Girwitz aus dem Fenster. Lena stützt sich auf einen niedrigen Schrank. Gleich ruft wieder dieser Mensch von der Presse an. Ich weiß gar nicht, was ich dem sagen soll. Es hat alles so schön gepasst. Vielleicht sind Sie ja krank und müssen den Termin verschieben. Aber... Naja, Sie waren den ganzen Tag vor Ort in der Kälte. Morgen geht's Ihnen bestimmt schon wieder besser und wir haben dann vielleicht einen neuen Täter. Frau Winter, Sie überraschen mich. Ich hab schon so Katzen im Hals. Ich hab ihn! Riedel tritt ein. Wen? Den Wagen von gestern, der gehört dem Fritsch. Und was wollte der da? Ich fürchte, hier geht's um den Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Vorsicht, Frau Winter. Das ist für uns Polizisten immer noch ein und dasselbe. Ja, aber der Herr Fritsch ist ja kein Polizist. Ach so. Der war am Hof, um sich an dem Mord an seiner Freundin zu rächen. Ja, genau. Und als dann Hupsi um mich gesehen hat, ist er gleich wieder abgehauen. Ja. Ja, aber hat nicht der Fritsch dafür gesorgt, dass wir den Meißner laufen lassen? Eben, weil er sonst nicht mehr an ihn rankommt. Moment. Sie eilt hinaus. In der offenen Scheune. Langsam kommt Fritsch herein. Mit Wunden im Gesicht sitzt Meißner auf dem Strohballen. Wir haben geschlossen. Morgen ist wieder auf. Ich bin der Freund von der Janina. Aha. Was glauben Sie, ist die angemessene Strafe für Mord? Du haust jetzt sofort ab, ja? Verlass meinen Grund. Fritsch greift nach einem Brecheisen. Also ich bin nicht gläubig, aber... Auge im Auge. Das finde ich gerecht. Er geht auf Meißner los. Der Streifenwagen stoppt. Fritsch fällt auf den Rücken. Du blöde Sau, du. Wegen dir, windigen Bürschel, hat die Janina mit mir Schluss gemacht, hä? Bring mich um. Ja, komm, probier's halt, hä? Merci fürs Alibi, hä? Halt! Werkzeug fallen lassen. Er meint den Gorsachsen. Gott sei Dank, dass sie da sind. Das Bürschel, da wollte mich umbringen. Haben sie es gesehen? Nein, wir haben überhaupt nichts gesehen. Er hat schon recht, ich wollte ihn umbringen. Wir wollten gar nichts. Nach dem Schlag auf den Kopf, da ist man ein bisschen durcheinander. Hubert winkt Fritsch zu sich und führt ihn hinaus. Meißner reicht Staller die Hand. Nein, vielen Dank. Wenn Sie nicht kommen werden, dann... Wenn Sie jetzt nicht verhaftet. Staller legt ihm Handschellen an. Was soll das jetzt? Ah ja, wegen Mord an der Frau Volkert. Meißner stößt Staller weg und dabei gegen den Hebel. Gas strömt Richtung Petroleumlampe. Staller und Meißner rennen aus der Scheune. Wenn's die Nasen zappdrückt, hört's auf zu bluten. Hupsi, gleich raus!